Ja, wir sind ja heute bei Kobe Bastel der HSV Jaguars. Wie ihr sehen könnt, machen wir hier gerade unsere Blockfahne, die auf der Südtribüne gezeichnet über drei verschiedene Blöcke. Also wirklich, was die Länge und Ausmaße angeht, eine wirklich riesengroße Choreografie, die unsere Jugendlichen hier bei Graffiti-Künstler zusammen auf die Beine stellen. Es sind jetzt ungefähr rund 50 helfende Leute, die hier über die letzten 4 Tage an jeweiligen Wochenende gearbeitet haben. Wir sehen, sehr farbenfroh, sehr viel absprühen. Waren wir hier viel diskutiert, viel damit schaffen und hoffen wir, dass wir es nach Freitag natürlich der Fahrradnacht dann auch den ganzen 47.000 anderen Zuschauenden, die Fortschritte am Mannigrand und noch viel mehr Leuten am Fernseher. Das ist, glaube ich, eine super Sache, gerade für Jugendlichen. Und für uns, glaube ich, auch super wichtig, dass wir Jugendlichen vor allem eine Stimme geben können, dass sie hier ausdrücken können und einfach mal zeigen können, was sie bewegt und was sie am HSV-Teile bewegt und was für sie wichtig ist. Und genau aus diesem Grund machen wir diese Choreo und weiter super gespannt, was am Freitag auch wirklich super hat. Wir sind in der zweiten Station des Choreobastelns. Sie erstellen hier insgesamt über 4000 Doppelhalter, die am Freitag dann auf der Südtribüne gezeigt werden. Die Jugendlichen werden das Ganze komplett selbst basteln, haben die Stoffe geschnitten, haben die stark angebracht und haben auch die Motive, die auf den Doppelhaltern draufgesprüht sind, selbst gewählt. Für uns einfach wichtig, damit die Jugendlichen auch einfach zeigen können, was sie bewegen, was sie nach außen tragen wollen, was sie am HSV so lieben oder welche Sprüche sie einfach gerne nach außen tragen wollen. Und ja, genau mit diesem Hintergedanke sind wir jetzt hier dabei. Am Freitag dann auf jeden Fall 4000 Doppelhalter auf der Nordtribüne zu präsentieren und das Sportsparkstadion in ein blau-weiß-schwarzes Doppelhalter mehr zu verwandeln.